Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen. Im letzten Part hatten wir eine Schlacht mit Mordroll. Und einiges anderes. Und jetzt sind wir gerade dabei, hier etwas auszugraben, wie scheint. Ich habe da eigentlich mehr oder weniger wegen die Sarke geklickt. Also man muss nicht perfekt pixelgenau klicken, das sieht man hier dran ja. Das ist ganz gut. Dafür, dass es nicht so ganz offensichtlich ist, wo was auszugraben ist. Ich meine, hier sieht man jetzt überall Spitzhacken und Schaufeln daneben stehen, aber es gibt auch Stellen, wo das nicht so ist. Wo man dann einfach nur auf den Boden achten muss. Die Welt wirkt auf jeden Fall sehr lebendig und ist dabei sehr gut gestaltet einfach. Also sie ist wirklich, wirklich gut. Es ist eine richtig gute Spielwelt und ich finde, Spielwelten sind in Rollenspielen fast schon das Wichtigste. Also, wenn die Spielwelt kacke ist, kannst du auf jeden Fall knicken. Ob es jetzt das Wichtigste ist, weiß ich nicht. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ach so. Aber es ist auf jeden Fall, ohne geht's nicht. Sagen wir es mal so, ohne gute. Da haben wir auch nichts mehr. Da hinten haben wir ein kleines Viech. Wow! Dich habe ich gar nicht gesehen. Nein! Ich würde sagen, wir gehen langsam mal zum Dorf. Oder wir gehen zu ihm hier. Hallo, ich vermute, du bist Luis, genau. Ist man allein hier draußen? Ja. Was? Ich sagte, du bist ganz alleine hier draußen. Ja, ja, schrei doch nicht so. Bin doch nicht taub, Mann. Hast du meine Bierflasche gesehen? Sie war doch eben noch hier. Du bist Sternhagel-Vollkollege. Na und? Wir weichen sowieso bald alle ins Gras. Wart nur ab. Wenn die Weichen hier aufkreuzen, sind wir alle am Arsch. Die Weichen? Ja, Mann, die weißen Jungs von Inquisitor. Sag ich doch. Oh Mann. Mal gucken, was wir aus dem noch rausbekommen. Was weißt du über die Weißen? Die fegen übers ganze Land und machen alles kaputt. Schon mal einem Weißen begegnet? Bist du verrückt? Ich würde mich sofort aus dem Staub machen, wenn ich einen sehe. Verstehe. Wo ist diese verdammte Bierflasche? Meinst du nicht, dass du so langsam mal genug hast? Genug? Genug, sagst du? Ich kann gar nicht genug saufen. Warst du schon mal im Banditenlager? Wenn du da mal ein paar Tage verbracht hast, dann fängst du auch an zu saufen. Ups. Ja, da fehlt noch ein, glaub mir. Tut mir leid, ich komme mal schon auf die rechte Maus, also ich versuche da mal ein bisschen drauf zu achten, dass ich es nicht komme. Was stimmt nicht mit dem Banditenlager? Arschkrampen. Alles Arschkrampen. Die bescheißen sich da gegenseitig. Kannst dich auf keinen verlassen. Ich traue dir jedenfalls keine mehr. Aber am allerschlimmsten ist dieser brutale Bruger. Wenn ich den schon sehe, kriege ich weiche Knie. Erzähl mir mehr über diesen Bruger. Der hat den ganzen Laden da unter Kontrolle. Offiziell. Danke. Also, offiziell hat Bruger nur die Kämpfer unter sich, aber das stimmt nicht. Alle haben Angst vor ihm. Bruger will den großen Dunn ablösen. Verstehst du? Oh. Du scheinst eine Menge über Bruger zu wissen. Ich weiß mehr, als du glaubst. Nicht nur über Bruger. Wenn du mir Bier besorgen kannst, dann bin ich dein Mann. Du verstehst schon. Ja, ja. Okay, er will also Bier für Informationen. Du suchst eine Bierflasche? Sag ich doch. Hörst du schlecht, was? Ich hatte sie doch gerade noch hier irgendwo.
Eine Flasche Bier für den Säufer ist jetzt unsere Quest. Würde man sagen, wir helfen ihm. So wie er gerade eben geredet hat, kämpft er hoffentlich nicht, sonst trifft er ja gar nichts. Aber das ist nicht gut, da sehe ich ihn nicht. Den Rottwurm. Er kämpft noch recht gut. Recht passabel, möchte ich sagen. Kannst du mal aufhören, mich zu fixieren, du Spaten? Ich habe ihn bezwungen, ihr habt's alle gesehen. Jetzt gerade hast du normal geredet, Luis. Ist nicht sehr true. Also du bist eher so ein... Das ist kein Real Talk, den du da machst. Das ist eher so ein bisschen... Ne. Bisschen gegaukelt. Haben wir hier irgendwo deine Bierflasche? Kann ich mir das in der Quest vielleicht anzeigen lassen? Luis. Ne, da wird nur Luis angezeigt. Wäre aber auch unsinnig, wenn man eine Suchquest hat und einem angezeigt wird, wo man es denn zu finden hat. Wow, da ist ein Staudamm. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich dein geliebtes Fläschchen denn finden kann, Luis. Wuselige Stachelratte. Oh nein, die hält viel aus. Ja, komm mal her, bitte. Ich habe hier gerade ein Problem. Ist das gar nicht Luis? Irgendjemand schießt da oder ist Luis auch Bogenschütze? Doch, ist er ja. Er ist ja der Beste, meinte der eine da. Und ich sollte ihn lieber darum bitten, mein Lehrer zu sein. Okay, wuselige Stachelratten muss man auch für irgendeine Quest töten. Das finde ich auch das Schöne, man muss eine Quest nicht angenommen haben, um sie zu machen. So hat man nicht das Gefühl, ja, ich habe die doch vorhin schon getötet, warum muss ich die denn jetzt nochmal töten? Wenn man die tötet, hat man die getötet. Ob jemand einen dazu beauftragt hat oder nicht, ist dabei komplett irrelevant. Wir sollten langsam einfach mal ins Lager gehen, glaube ich. Ich halte mich hier viel zu viel im Moor auf. Das Lager wollt ihr doch bestimmt auch mal sehen. Ich würde Louis schon gern seine Bierflasche bringen. Ihm würde ich damit ja wohl eine große Freude machen und ich würde an Informationen kommen, was ich viel wichtiger finde. Ich nehme die ganzen Schaufeln mit, wo man die verkaufen kann. Ich weiß aber nicht, wie viel man dafür bekommt. Aber wir haben ja kein Gewicht. Kein Maximalgewicht, das wir tragen können. Von daher ist das komplett egal. Einfach alles mitnehmen. Schaden kann es gar nicht. Und da zieht er die Kiste raus, der kleine Held. Eigentlich so klein ist er, glaube ich, gar nicht. Ein Lichtzauber und 41 Gold. Das ist mehr, als wir für so manch einen Auftrag bisher bekommen haben. Hier ist noch eine einfache Truhe. Und da steht, glaube ich, was Louis sehr viel Freude verschaffen könnte. Und da war ein Krautstängel. Ja, das ist eine gewisse Art von Kraut. So, Louis bringen wir jetzt erstmal sein Getränk. Dann erzählt er uns schön brav, was wir wissen wollen. Ein Pfeil. Kann man verschossene Pfeile wieder aufsammeln? Anscheinend. Ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Weißt du noch über Broga? Bring mir was. Wow.
Nein, umsonst kriegt er gar nichts. Ja, was weißt du noch über Broga? Hast du schon mal mit dem Mischke gesprochen? Nein. Danach? Er hängt oh, Entschuldigung. Schon klar. Genau. Ein Bier für eine Information. Du Spaßvogel, hast gar kein Bier dabei. Hol was. Grrr. Da muss man ihm für jede Information ein Bier geben. Aber der hatte auch anscheinend nichts mehr, was ich jetzt besonders spannend fand. Weil ich habe da jetzt nichts gelesen, was mich irgendwie interessiert hätte. Gibt's Probleme? Hallo Clay, wer bist du? Müde? Was willst du denn von mir? Hast du nichts zu tun? Was machst du hier? Blöde Frage, ich schieb hier Wache. Ja klar, das sehe ich. Worauf passt du hier eigentlich auf, hä? Hatte ich Broga geschickt, mir auf die Nerven zu gehen? Nicht direkt. Dann hau doch einfach wieder ab. Okay. Was ist? Ihr Handlanger seid aber auch lustige Gestalten. Ein Huhn. Das gehen wir mal lieber was nicht gibt's? An. Was gibt's? Du siehst ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön ruhig hier. Keiner geht mir auf die Nerven. Hier macht doch eh jeder, was er will. Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Ich bin Arbeiter und soll die Kisten hier zu Beppo bringen. Aber weißt du was? Der kann mich mal. Hawkins ist mein Boss. Und solange der mir nicht sagt, dass ich mich bewegen soll, mache ich's auch nicht. So, so. Kisten zu Beppo bringen? Ich hätte ihm ja jetzt angeboten, das für ihn zu machen, aber wenn er nicht will... Also wenn unser Protagonist hier das nicht möchte... So, ich möchte jetzt erstmal irgendwo schlafen. Hallo, Lorenzo. Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Was willst du überhaupt hier? Hier gibt's nichts zu holen für so einen wie dich. Ich bin neu hier. Natürlich. Jeder Idiot kommt hierher wegen des Goldhaufens im Tempel. Aber ich sag dir was. Ich hab keine Lust, meinen Anteil vom Gold des Don mit noch jemandem zu teilen. Du bist aber lieb. Woher hat der Don das ganze Gold? Das willst du gerne wissen, was? Pass auf, ich verrate es dir. Du siehst doch diesen Tempel dort. Den haben wir erobert. Und er war voller Gold und Artefakte. Solche Tempel gibt es überall hier auf der Insel. Wir müssen nur hingehen und das Gold herausholen. Aha. Ihr holt das Gold einfach so aus den Tempelruinen? Klar, einfach so. Mann, natürlich ist das nicht so einfach. Hast du schon mal diese Biester gesehen, die aus den Ruinen kommen? Die müssen wir natürlich erstmal wegputzen, bevor wir an das Gold kommen. Ja, macht Sinn. Du bist Kämpfer, oder? Nein, ich trage meine Kampfrüstung nur zum Spaß. Natürlich bin ich Kämpfer. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Ja, hat er irgendwie auch recht. Was hat der Don mit dem Gold vor? Noch so eine blöde Frage. Die Weißen haben die Stadt besetzt, deswegen sind wir ja überhaupt erst hier in den Sumpf zurückgewichen. Wenn die religiösen Fanatiker einmal abgezogen sind, werden wir uns die Stadt wieder unter den Nagel reißen. Entweder mit Waffengewalt oder wir kaufen sie uns einfach zurück. Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Du wirst nicht aufhören zu nerven, oder? Okay, du Großmaul, dann pass mal auf. Wir zwei gehen zu einer nahegelegenen Tempelruine. Wenn wir die Biester dort weggemacht haben, teilen wir uns das Gold, das darum liegt. Dann werden wir ja sehen, wie gut du wirklich bist. Was meinst du? Klingt gut. Wie genau willst du das Gold aufteilen? Ganz brüderlich, 50-50, ist doch klar. Hm. Warum habe ich das Gefühl, dass es dabei einen Haken gibt? Kein Haken. Wir beide machen die Sache klar und teilen den Gewinn. Was davon passt dir nicht? Na, ich denke nochmal drüber nach. Na gut, aber lass dir nicht so viel Zeit damit. Ich habe so viel Zeit, wie ich will. Hast du von der Ruine im Osten gehört? Wenn wir in die Häuser von irgendwelchen Leuten gehen, dann beschweren die sich übrigens auch manchmal. Gerade fühle ich mich nicht beobachtet. Darum gucke ich mal, ob es hier irgendwas zum Mitnehmen gibt. Können ja auch in die Badewanne. Ich habe mal gespeichert, bevor ich hier was raube. Weiß ja nie, Witz erzählen. Wenn uns jemand nicht mehr mag, dann mag er uns nach dem Witz meistens wieder. Armbrust plus 1 und Gold. Und was mir viel wichtiger ist, schlafen, denn mein Leben sieht nicht so gut aus. Komm, wir schlafen mal. Bis zum nächsten Morgen. Und damit würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter hier morgendlich bei Risen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier in der Folge. Macht's gut.
Euer Vogel, ich will keinen Text im Ende haben. So, wir gehen jetzt hier raus. Macht's gut. Beim nächsten Mal geht's weiter hier im Lager der Banditen. Mal sehen, was wir alles erleben können. Euer Vogel. Tschüss. Achso, ich speichere nochmal. Ja, jetzt. Tschüss.